Hey yo, was geht ab Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und ich freue mich einfach nur so was von dieses Video kommentieren zu dürfen und euch dieses Gameplay im Hintergrund präsentieren zu dürfen. Ohne Scheiß, Mann, ich habe richtig gute Laune. Ich bin immer noch sowas von gehypt, was ich hier geschafft habe, heute zu erspielen. Und ich kommentiere das gerade hier in der Nacht, um es dann für euch morgen hochzuladen. Und ich habe hier vor 2 oder 3 Tagen ein Video hochgeladen, wo ich euch ein Fail-Gameplay präsentiert habe, wo ich eins vor der verfluchten Triple-Nuklear-Wahlen Herrschaft 6 gegen 6 auf Nuketown, wo es einfach auch schon so abnormal schwierig ist, irgendwie eine Triple-Nuklear zu spielen, solo, ohne irgendwelche Teammates, die dich mit Orbi supporten. Man muss da die ganze Zeit alles selber versuchen zu erspielen. Den Dauer-Orbi alleine zu halten, ist auch schon eine ziemlich schwierige Challenge. Und ich habe zwar bei dem Video gesagt, vielleicht schaffe ich es ja in naher Zukunft, eine Triple Nuklear zu erspielen, Solo und Herrschaft. Wie gesagt, das ist wirklich Weltspitze, sage ich mal, in Black Ops 2. Das ist das Schwierigste, was man ja erspielen kann, was man erreichen kann. Eine Quad Nuklear, Solo und Herrschaft in 6 gegen 6 ist einfach nicht möglich. Höchstens auf Nuketown, aber das gibt's gar nicht. Also ohne Scheiß, Jungs, eine Solo Triple Nuklear in Herrschaft ist einfach das Non-Plus-Ultra. Und ich habe in dem Video gesagt, vielleicht werde ich irgendwann mal nochmal die Chance bekommen. Und was ist passiert? 3 Tage später habe ich sie tatsächlich erreicht. Ich freue mich einfach nur sowas von ohne Mist, Alter. Ich bin sowas immer noch, keine Ahnung, in Ekstase, sage ich mal. Ich bin so gehypt von dem Gameplay. Ich habe das ganze Spiel, als ich mit dem Flo geskypt habe und ich so, Triple, ich habe es geschafft, Flo. Er so, was, Anton? Und wir sind sofort in den Kinomodus gegangen und haben es uns hier reingezogen. Hier übrigens, Scuff regelt auf jeden Fall. Und das Coole an dem Gameplay ist, das Ganze ist auch noch auf der Map Raider spielen. Die meisten haben wahrscheinlich von euch gedacht, falls irgendwie Barca mal eine Triple Nuklear spielt in Herrschaft Solo, vielleicht wenn dann nur auf Hijacked oder Nuketown, weil da einfach noch ein Tick mehr in die Action, sage ich mal, abgeht. Aber ich habe es auf Raid geschafft. Ich glaube, das ist, soweit ich weiß, sogar die einzige Triple Nuklear hier in der deutschen Community auf Raid, also in Herrschaft jetzt. In Multiteam gibt es, glaube ich, ein paar, aber das soll jetzt auch nicht so wichtig sein. Das ist mir eigentlich ziemlich Latte. Hauptsache, ich habe eine Triple Nuklear. Endlich erspielt hier in Herrschaft, in Multiteam habe ich ja eine, aber das war einfach mir so wichtig. Ja, was heißt wichtig? Ich hätte es einfach extrem gefeiert und ich feiere es einfach, dass ich dieses Gameplay endlich geschafft habe. Ihr müsst euch das so vorstellen. Für so ein Gameplay, na klar, es sind Noobs im Gegnerteam, es sind Leute im Gegnerteam, die keine Hände haben. Aber man braucht einfach so eine Lobby. Und so eine Lobby findet man vielleicht 2, 3 Mal in seinem ganzen Leben. Und dann muss man sie auch noch, ja, wissen sozusagen. Man muss ja auch wissen, wie man so eine Lobby dann ausnutzt, weil sonst hätten ja viel, viel mehr Leute so ein krasses Gameplay, sag ich mal, im deutschen Raum oder halt auch, ja, überhaupt. Und ihr merkt schon, ich hatte fast die Double Nuclear schon nach der ersten Halbzeit. Das ging hier einfach sowas von ab. Ich glaube, der Endscore war dann auch ein 100 zu 3. Das Ganze hier spielt mit der SKH-Magazinweiterung und Schaft. Normalerweise spiele ich ja die SKH immer mit Schalldämpfer, wenn ich auf solche Gameplays gehe. Aber ich dachte mir, komm, ich packe jetzt einfach mal den Schalldämpfer weg, weil beim letzten Fail-Gameplay, sage ich mal, hatte ich ja irgendwie übelst die Munitionsprobleme. Hier bei dem Gameplay zwar auch, aber nur ganz am Ende, ironischerweise. Deshalb dachte ich mir, komm, ich tue jetzt mal den Schalldämpfer weg und pack Magazinerweiterung mit ein. Und ja, sogar mit der grünen Tarnung gespielt, die jetzt, glaube ich, vor ein paar Tagen rausgekommen ist auf der Playse. Einfach nur, ohne Scheiß, das Gameplay ist einfach nur Bombe. Es ist einfach wirklich diesmal mein bestes Black Ops 2 Gameplay. Ich werde nie mehr ein besseres erspielen. Es ist einfach nicht möglich, ein besseres Gameplay zu erspielen, sage ich mal. Also jetzt public-mäßig, wenn man jetzt die Liga-Gameplays, sage ich mal, ja, nicht dazu zählt. Und ohne Scheiß, Jungs, ihr merkt einfach schon wahrscheinlich an meiner Stimmlage, ich bin immer noch so gehypt von dem Gameplay. Hier übrigens, Quad Feed, so muss das sein auf jeden Fall. Und beim letzten Gameplay habe ich mich auch schon, also beim letzten Triple Nuclear Fail Gameplay, sage ich mal, also bei Es ist unfassbar hieß das Video, glaube ich, genau. Da habe ich mich auch schon so übelst über eure Bewertung gefreut. Ihr hattet da, glaube ich, 8000 Likes oder so geschafft. Und ich dachte mir nur so, what the fuck, fast 10.000 Likes auf so ein Gameplay. Und wenn wir bei diesem Video, Jungs, wieder über 10.000 Likes schaffen oder was weiß ich, vielleicht seid ihr sogar noch viel krasser und schafft vielleicht sogar noch mehr, ich weiß es nicht. Ihr seid einfach die krassesten Abonnenten. Ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen, dass wir vielleicht sogar die 15.000 Likes oder so, ja, knacken, sage ich mal. Ich habe so lange geschwitzt auf so ein Gameplay, Jungs. Ihr müsst euch das vorstellen, ich hatte so viele Fails, so ärgerlich auch. Hier übrigens kommt die Szene, wo ich das größte Glück hatte in meinem ganzen Leben in Call of Duty. Schau euch das an, die Semtex hittet mich an, ich verballer mein ganzes Magazin, aber der Gegner auch und ich hole ihn noch. Alter Walter. Aber ohne Glück kann man einfach so ein Gameplay auch nicht erspielen.
Und wie gesagt, Jungs, ohne Scheiß, ich bin echt nicht so derjenige, der unbedingt nach Likes oder so bettelt. Aber mich würde es wirklich einfach vom Hocker hauen, wenn jeder, der das Video einfach wieder sieht, das Video, das Gameplay auch bewertet. Ich werde nie wieder nochmal so ein Gameplay spielen können, wahrscheinlich, mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit, sage ich mal. Hier schon die Brutalmedaille erreicht. Also, mich würde es wie gesagt übelst freuen, wenn ihr dieses Video bewerten könnt. Oder würdet besser gesagt. Hier, die Kap plötzlich noch aufgehoben mit Taktikmesser. Ich habe jetzt, glaube ich, schon eine Brutalstreak. Jetzt hole ich den ein. Heb die Ämter auf. Jetzt hole ich die zwei Stück noch. Ganz gechillt, Leute. Jetzt wäre ich, glaube ich, noch übelst angedisst. War auch nochmal richtig knapp. Ich dachte mir, oh nein, bitte sterbe ich jetzt nicht eins vor Triple. Und jetzt mache ich den letzten Kill zu der Triple Nuklear Solo in Herrschaft. Also Leute, ich hoffe, ich konnte dieses Video hier unterhalten. Natürlich mal wieder hier ein kleines Freestyle-Commentary. Und ja, vergesst, wie gesagt, nicht zu bewerten. Mich würde es einfach nur abnormal freuen. Unabnormal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.